Sander Burki, endlich dürfen wir mal wieder als Sieger vom Platz gehen heute. Wie fühlst du dich? Ja, ich glaube sehr gut. Es war schwierig gewesen, vor allem auch vor dem Match. Der Druck war sehr hoch gewesen. Es war nicht einfach gewesen, da auswärts zu gehen, weil man in einer guten Phase ist. Und schlussendlich glaube ich, haben wir es gut gemacht. Wir haben sicher auch ein bisschen Glück gehabt. Also haben wir uns aber aufgrund von vielen Matches, wo wir nüchtern waren, sind, haben wir uns das heute ein bisschen verdient gehabt. Du redest vom Druck, ist das etwas, das hauptsächlich im Vorfeld läuft, oder ist das etwas, das man auf dem Platz spürt? Beides. Also es ist sicher einfacher, wenn du letzte Saison im gesicherten Mittelfeld bist und kannst auf den Platz gehen, dann fällt dir vieles einfacher. Weil wenn du weißt, wenn du heute verlierst, dann bist du sehr wahrscheinlich in der Challenge League nächste Saison. Also ich glaube, das beeinflusst einem schon. Und wegen dem ist der Sieg umso höher einzustufen, wenn man so einen kapitalen Match gewinnen kann. Wieso hat es heute mal wieder geklappt mit diesen drei Punkten? Ich glaube, wir sind als Mannschaft immer gut auftreten und schlussendlich auch das nötige Glück. Sonntagsschuss von Dante, den er ich glaube, nie mehr machen und auch noch nie gemacht hat. Und das ist alles ein bisschen zusammengekommen. Und, der Ball geht an die Pfosten von Vaduz. Bei uns sind sie mal rein. Und, ja. Nächste Woche geht es weiter daheim gegen Zürich. Verändert der Sieg heute etwas im Hinblick auf das Spiel nächste Woche? Ich glaube schon, ja. Es gibt sicher mehr Selbstvertrauen. Heute sind wir so quasi vor einem kapitalen Match gewesen und jetzt haben wir das Selbstvertrauen holen durch den Sieg. Wir haben lange keinen mehr geholt und das gibt sicher Selbstvertrauen, aber die Situation ist immer noch sehr ernst. Also wir haben überhaupt nicht mit dem Sieg, wir sind zwar ein bisschen näher dran, aber es gibt Selbstvertrauen nächste Woche. Danke vielmals. Dante Sänger, congratulazione per il tuo bellissimo gol. Era la tua intenzione fare il gol in quel modo? Sicuramente che un attaccante cerca il gol, no? Per soprattutto aiutare la squadra. Oggi era una finale, l'abbiamo giocato come tale e portavamo a Rau 3 punti che da tanto tempo che non vincevamo. No? Per noi è veramente un alivio, no? Un sollievo. Adesso già pensare alla prossima partita contro il Zurigo a casa. Ti sei ferito? Che cos'hai esattamente? Sì, mi sono ferito un po' prima di fare il gol, penso che sul talone c'è qualcun gol, poi domani sicuramente facciamo la risonanza magnetica e vediamo il grado della lesione. Grazie. Wir diskutieren die heissesten Themen vom Schweizer Fußball mit den wichtigsten Gästen. Das Blog.ch Fußballarena, jeden Montagabend, 5:30 auf Tele1. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz hinsichtlich des Spiels. FC Vaduz gegen den FC Aarau, wo der FC Aarau mit 1-0 das Spiel gewonnen hat. 2-0 das Spiel gewonnen hat, danke Mann, George, Entschuldigung. Rechts von mir der Cheftrainer vom FC Aarau, der Raimondo Ponte. Links von mir der Cheftrainer, der Giorgio Contini. Raimondo, könntest du uns bitte deinen Flashbericht über das heutige Spiel? Ja, ich habe wenig Stimmen, aber bringe das schon mal her. Ja, wir sind eigentlich... Es ist mal gut gestanden. Wir haben sicher auch gesagt, wir müssen den Match nicht in den ersten Minuten gewinnen. Wir werden sie mal holen. Und das ist eigentlich relativ gut aufgegangen. Es waren auch gute Chancen bis zu der Szene von Sänger, die natürlich super gemacht hat. Aber wenn er es nicht versucht, dann wird er auch nie ein Goal machen. Er hat es versucht. Das ist das, was uns ein bisschen abhanden gekommen ist, wieder für das letzte Spiel. Nachher war es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass wir uns zu weit hin haben verdrücken lassen. Wir sind nicht mehr richtig rausgekommen. Und dann haben wir das bisschen das gewählte Glück, das wir brauchen, in dem Pfostenschuss. Froh bin ich aber natürlich nachher wieder, dass wir doch in der 90. Minute 3 oder 4 Spieler im 16er sind, wo es zu 2-0 kommt. Und mit dem gewählten Glück haben wir die 3 Punkte verdient. Und dass wir vielleicht letzte Woche kam, ein bisschen Pech, haben wir das mal ein bisschen mehr Glück gehabt. Aber wir leben und es wird wieder interessant. Besten Dank, Raimondo. Giorgio, kurzes Denken von dir zum heutigen Spiel. Ja, es ist das, was wir erwarten können, dass wir ein bisschen Ballbesitz haben. Sicher Geduld ein bisschen im Verlauf des Spiels verloren, dass wir nicht weiterhin gespielt haben. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Aarau ein bisschen tief gestanden ist, hast du natürlich die Räume nicht mehr gehabt, um die Mannschaft dagegen ein bisschen rauszulocken. Wir haben dann sicher zum Goal den zweiten Ball, den wir nicht super verteidigen, wo dann der Sänger zu dem Drehschuss, zu dem Kunstschuss kommt.
Sonntagsschuss am Sonntag passt und es könnte ein Glück auf der Seite von Arax in dieser Situation. Nachher kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, nach wie vor ihren Spielstil runter probiert zu spielen, nach wie vor Bewegung gehabt. Wir haben sich im Verlauf des Spiels mit den Wechseln auch den Stil geändert. Wir haben dort gewusst, dass wir mehr auf die lange Bälle, zweite Bälle gehen. Auch dort das Glück erzwingen mit den Brechstangen zum Teil. Es ist fast zum Teil wieder zu viel geworden, lange Bälle. Wir haben die Spieler vermissen lassen. Und doch sind wir zu unseren Chancen gekommen. Mit dem Standard vom Pascal Schürf-Kopfball, der knapp drüber hat, plus dann der Pfostenschuss und den Nachschuss mit dem Franz Burgmeier. Also wir hätten die Möglichkeit zum Ausgleich gehabt. Nichtsdestotrotz, es hätte nicht sein sollen. Wir haben uns dieser Situation mehr als bewusst gewesen. Bis auf das Umfeld haben alle von 11 Punkten geredet, bis auf den FC Vaduz zu mir. Also wir haben gewusst, dass wir heute nicht irgendwie sonst eine Truppe verwünschen als Gegner, sondern den FC Aare, der ums Überleben kämpft und dass sie dort die Qualitäten haben. Und das haben wir absolut ernst genommen. Somit ist das eine Truppe, die kann ich treffen. Dass wir nach dieser Niederlage immer noch 8. sind, wie besprochen. Alles ein bisschen näher zusammengerückt und jetzt noch 8 Spiele sind, wo wir nach wie vor Chancen haben, zum Punkt zu holen. Aber es war nicht ein Spiel, das der FC Vaduz aus irgendwelchen Bahnen sollte werfen. Im Gegenteil, haben wir gesehen, was wir abgerufen haben, sind wir mental, physisch und spielerisch immer noch auf unserem Weg treu geblieben bis zum Schluss. Also damit können wir es gut regenerieren. Hier englische Woche jetzt noch mit dem Cup-Halbfinale am Dienstag und dann gehen wir auf St. Gallen Derby, wieder ein spezielles Highlight für uns und wir freuen uns auf die Durchkommen auf und auf dem Weg natürlich die Gratulation an den FC Aare und an den Wunderbunden für die Dübbig. Besten Dank, Jörg.